Dafür setzt es Zensur. So jemand wie Ai Weiwei ist unberechenbar. Nichts schüchtert den ein. Und wer sich an so gar keine Regeln hält, wirklich unabhängig ist, kein bisschen korrumpierbar, der ist gefährlich. Nicht nur in China. Künstler und Aktivisten finden sich zunehmend auf dem Index, ausgerechnet im demokratischen Amerika. Auf sogenannten Watchlists oder No-Fly-Lists. Wiedergänger aus der paranoiden McCarthy-Zeit. Wer auch immer den Behörden auffällt, kommt vorsichtshalber auf die Liste. Davon erzählt uns jetzt Anna Ritter. Der amerikanische Journalist und Dokumentarfilmer Mark Falk lebt in Oklahoma City. Jahrelang arbeitet er an dem Film Wall Street Conspiracy über die Machenschaften der Finanzindustrie. Im Frühjahr hat sein Film Premiere in New York. Falk möchte hinfliegen. Doch am Flughafen erlebt er eine böse Überraschung. Der Angestellte von United Airlines zeigt auf mich und sagt, er ist auf der No-Fly-List. Ich war entsetzt. Was soll das heißen, ich bin auf der No-Fly-List? Die No-Fly-List ist eine geheime Liste des FBI. Wer draufsteht, darf die USA nicht überfliegen, weil das FBI ihn für eine Terrorgefahr hält. Das sind immerhin 27.000 Personen. Eine Stunde lang wird Mark Falk an diesem Tag von der TSA, der US-Flugsicherheit, überprüft und mit Fragen traktiert. Schließlich darf er fliegen. Falk ist wahrscheinlich nur auf der Watchlist. Das sind 400.000 Personen, die streng kontrolliert werden. Wer auf der No-Fly-List oder Watchlist steht und warum, ist geheim. Selbst für die Flugsicherheit. Der eine TSA-Mann sagte, die schicken sie zu uns. Wir wissen nicht warum. Aber was glauben Sie denn, warum Sie auf der Liste stehen? Ich sagte, vielleicht, weil ich sehr aktiv war bei Occupy. Daraufhin sagte der andere TSA-Mann, na, da haben Sie es. Schon vor der Finanzkrise deckt Falk in seinen Artikeln faule Geschäfte an der Wall Street auf. Für Recherchen fliegt er oft nach New York, ohne Probleme. Er hilft sogar dem FBI, Wall Street-Kriminelle hinter Gitter zu bringen. Doch seit er sich bei Occupy engagiert, wird er schikaniert. Dabei ist Occupy eine legale Organisation. Bereits im letzten Jahr merkt Falk, sein Haus wird beobachtet. Doch er lässt sich nicht einschüchtern. Zu einer Aktion vor der Bank of America begleiten wir ihn mit der Kamera. Gehen Sie mit Ihrer Kamera hinter die Grundstücksgrenze. Wenn ich Sie mit der Kamera hier erwische, lasse ich Sie festnehmen. Die Bank of America wollte ein Haus zwangsversteigern lassen. Die Aktivisten begleiten die Hausbesitzerin zur Bank. Falk besorgt ihr einen Anwalt und fragt sich, warum er auf der Watchlist steht, nicht die Banker. Die glauben, ich sei ein potenzieller Terrorist. Aber das bin ich nicht. Ich hecke nichts hinter verschlossenen Türen gegen mein Land aus. Außer, dass ich versucht habe, die faulen Geschäfte zu stoppen, die zum Zusammenbruch der Weltwirtschaft geführt haben. Es kann noch schlimmer kommen. Chicago. Nicht weit weg von der Metropole wohnt ein Ex-Marine. Auch er stellt am Flughafen plötzlich fest, er darf nicht mehr fliegen. Ich stand am Check-in, hörte ein Geräusch, drehte mich um und 30 TSA-Männer und Polizisten starrten mich an. Abe Marshall ist stolz, dass er ein Marine war, ein Elitesoldat. Jetzt aber gilt er wegen seiner militärischen Ausbildung als Sicherheitsrisiko, weil er auch Moslem ist. Für den Ex-Marine ein Schlag in die Magengrube. Denn eigentlich lebt er den amerikanischen Traum. Er hat ein Haus und 4 Kinder. Jetzt aber kann er mit seiner Familie nicht mehr zu den Großeltern fliegen. Abe ist heute Hundetrainer. Durch das Flugverbot hat er auch geschäftliche Einbußen. Marshall und 14 weitere Betroffene verklagen das FBI und das Justizministerium wegen der No-Fly-List. Unterstützt von der ACLU, einer Organisation von Menschenrechtsanwälten. Die Kläger wollten, dass der Irrtum beseitigt und sie von der Liste gestrichen werden. Aber von Regierungsseite bekamen sie nicht einmal eine Erklärung. Nun ziehen sie vor Gericht, um diese verfassungswidrige Praxis zu stoppen. Die amerikanische Verfassung garantiert, dass man reisen darf.
Niemand darf stigmatisiert oder grundlos bestraft werden. Beschuldigte haben ein Recht zu erfahren, was genau man ihnen vorwirft. Das FBI verspricht Abe Marshall Abhilfe und lädt ihn zu einem Treffen in einem Hotel ein. Sie sagten, die gute Nachricht ist, wir können Sie von der No-Fly-List streichen. Aber Sie müssen uns auch helfen. Was kann ich tun, fragte ich. Sie wollten, dass ich Ihr Undercover-Informant in meiner Moschee werde. Es sieht so aus, als benutze das FBI die No-Fly-List ganz klar als Druckmittel. Drei der Kläger wurden gefragt, ob sie FBI-Informanten werden, wenn ihre Namen von der Liste gestrichen werden. Der Ex-Marine lehnt ab. Nun sucht das FBI bei Freunden, Verwandten, Kunden und bei Marshalls Bank nach etwas Belastendem. Ein Freund, der beim FBI arbeitet, wird sogar eingespannt, um ihn von der Klage abzubringen. Er sagte, Abe, du musst weg von der ACLU. Das FBI hat mir gesagt, dass du auf der Liste bleibst, wenn du weiter mit diesen Menschenrechtsanwälten zu tun hast. Trenne dich von denen. Und dieser Mann war mein Trauzeuge. Marshall fühlt sich zu Hause nicht mehr sicher. Das FBI hört sein Telefon ab und liest seine E-Mails. Verantwortlich dafür ist ausgerechnet Präsident Obama, der versprochen hatte, die schmutzigen Praktiken im Namen der Terrorbekämpfung zu beenden. Mark Falk fährt nur noch Auto. Will er aber seinen Beruf weiter ausüben, wird er wieder fliegen müssen. Er wünscht sich nur eins von Obama. Seien Sie der Präsident, der Sie als Kandidat zu sein versprochen hatten. 2008 gaben Sie uns Hoffnung und Amerika hat geglaubt, Sie würden den Kurs ändern und sich für uns einsetzen. Ganz gleich, wer Präsident wird. Weder Romney noch Obama wollen die Bürgerrechte stärken. Abe, Mark und tausende Betroffene können nur hoffen, dass das Gerichtsurteil ihnen zu ihrem Recht verhilft.